Herzlich willkommen zurück zu Palworld. Wir haben heute noch eine Rechnung offen. Suzuki hat sie gefangen. Hier, Suzaku heißt der. Ja, den habe ich nämlich noch nicht gefangen. Und der hätte sich eigentlich gut fangen lassen, aber ich habe meine Angriffe sind zu stark. Das ist das Problem. Und dann bin ich extra von dem Vogel runtergesprungen, weil ich gedacht habe, dass der Lebensbalken von dem Vogel fast kaputt ist. Das war aber mein Lebensbalken anscheinend. Und im Flug habe ich anscheinend nochmal Fallschaden genommen und lag dann am Boden. Und Suzuki ist dann über dich drüber gefahren? Nee, der ist von meinen Bacon, will ich immer sagen. Von meinen Beacon ist er dann platt gemacht worden mit einem Schlag. Das ist halt das Problem, weil ich dann keine Kontrolle habe und den nicht zurückhalten kann. Aber gebracht hätte es mir eh nichts, weil ich lag ja am Boden, da kannst du dann wieder nichts machen. Was unlogisch ist. Ich kann die halbe Strecke entlang krabbeln, aber ich darf keinen Ball mehr werfen. Also ist auch nicht so ganz einer Logik folgend, aber na gut. Hattest du nicht einen davon geholt letztes Mal, wo wir was gemacht haben? Die dich jetzt diese Zuzaki-Dingsbums-Dinger meinst du? Diese Zuckis, ja. Robin Quill Terror. Hab ich den schon? Und nein, ich hatte ja gesagt, den habe ich noch nicht. Also hier ist einer bei mir gerade. Ich will mal probieren, ob ich den kriege. Wo sind denn die Robin Quills hin? Hier, das ist der normale. Nee, den Terror habe ich nicht. Oh, jetzt hängt er da so blöd, dass... Oh, hier sind noch zwei andere. Willst du mich veräppeln? Ach, die sind Erde, deswegen funktioniert das nicht. Einen Wilden habe ich gefangen. Eine wilde Suzuki. Leckt das gerade so übelst. Alter! Hallo? Was ist jetzt los? Och nö! Och. Ja, geil! Was denn? Ich habe nicht mitbekommen, warum auch immer mein Vogel plötzlich kein Leben mehr hatte. Bin dann runtergefallen und jetzt backe ich hier gerade mit den Beinen mitten in der Wand drin. Ich muss mal eben retzen. Dich retzen? Ja, ich kann dich jetzt natürlich auch nicht sehen, scheiße. Doch, ich. Oh, ist das ein Mist. Ich bin die, die so halb aus dem Boden rausguckt hier. Ich kann aber auch unter dem Boden gucken, lustigerweise. Oh, scheiße, das ist aber ziemlich weit weg noch. Wie viel hast du? Oh, es buggt gerade bei mir hier. Hier sind Vögel. Ist das oben drauf, ja, oder pass wo? Pass auf, oben sind drei Robin Quills, wo ich runtergestürzt bin. Hier ist so ein Drachen, ja, Drachen, der da gehen kann. Ich kann dich hier auch überhaupt nicht leiten. Ich sehe hier nur Steine und meinen Hintern. Hier sind unten am Strand. Ja, ich sehe dich nicht mehr. Bäume und diese Anfangsvögel. Da, unter dir links. 18 Sekunden. Weiter runter, runter, runter zu deiner Linken. Bisschen weiter rüber fliegen. Bisschen weiter zu mir. 9. 8. Wo? 7. Links, jetzt hinter dir. 5. 4. 3. 2. 1. Ich sehe dich nicht. Vor lauter Bäume sieht der Epi meine Leiche nicht. Mann, aber konntest mir noch Feuer hinterher schmeißen. Ja, ich hänge auch fest jetzt in diesem Scheiß hier, ey. Was ist das, ey? Oh, nee. Wo liegst du denn? Einmal episch gerettet werden. Ich werde nie wieder irgendwas angreifen, ganz ehrlich, ey. Ja. Ah, nee. Beim Laufen geht's. Beim Laufen bin ich noch über dem Boden unserer Basis, aber beim Rest nicht mehr. Okay, gut. Kein Thema. Irgendwie buggt der Server anscheinend gerade wirklich rum. Hilfe! SOS! SOS! Verletzter Pal! Einmal erste Hilfe. Erste Hilfe ist angekommen. Er ist noch kampfunfähig.
Kommst du wieder hier hin oder was machst du jetzt? Er geht aber auch nicht mehr hoch. Was ist denn jetzt los? Oh, sag mir bitte nicht, dass das ein Bug war und die das jetzt gefixt haben. Nein, Leute, kommt. Das war so schön. Was macht die Idioten von Palworld denn? Die haben nichts gefixt daran. Das funktioniert ja noch. Ich bin immer noch kampfunfähig. Also mein Pal. Der sollte jetzt eigentlich irgendwo im Bett liegen. Okay, in den Betten finde ich ihn nicht. Aber er ist auf jeden Fall in der Palbox drin und weggeschleppt worden. Der ist immer noch kampfunfähig mit null. Warte mal dahin. Ah ne, das... Lass ihn in der Palbox wieder zu Kräften kommen. Ne. Oh Jungs, so geht das aber nicht hier. Hier muss mal dringend aufgeräumt werden. Die arme Wullipop, die kann überhaupt gar nichts mehr produzieren hier. Es ist nur noch Wolle und irgendwelche Geldstücke drin. Ja, da war alles voll. Vor allen Dingen bleiben die, das finde ich auch total seltsam, die bleiben nicht in dem Gehege, wo ich die zugewiesen habe, sondern die wandern einfach ins andere Gehege, so nach dem Motto, nö, der Nase gefällt mir nicht, ich gehe mal zu dem anderen Pal rüber. Weißt du, so. Mhm. Wir haben wieder sehr viele Steine. Oh nein, der arme Anubis, der denkt bestimmt, jetzt bin ich den ganzen Tag hier am Schuften und ich habe noch nicht mal einen einzigen Stein gehauen. Ich mach doch mal den Univolt raus, weil der hat zwei Blitz und ein Holz, ne? Mhm. Und ich habe hier einen Dinossum Lux eben gefangen, der hat zwei Blitz und zwei Holz. Mm. Oh, oh! Oh, ich hatte ja meinen Boss gefangen. Ich kann auch meinen Boss reinsetzen. Nee, keine Bosse, hast du mir eben gesagt. Ja, der ist nicht ganz so groß. Hoffe ich zumindest. Warte mal. Hm. Kennst du den Punker? Nee. Der Blitzpunker, der transportiert die Sachen in der Box, wenn er gerade nichts zu tun hat. Und der hat Blitz 3. Hm. Oh! Und der ist vielleicht doch ein bisschen groß für die Basis. Nein. Warum kann ich den nicht anhitten jetzt? Ich bugge hier fest. Ach, da bist du. Nicht drauf schießen mehr, bitte. Du läufst doch. Ja, das ist der... Das macht überhaupt keinen Schaden. Mann, ey, was ist das denn? Ich hab ne gefangen. Siehst du, ich war hier zur seelischen Unterstützung und das hat geklappt. Gebieter der Meere hat er. Oh, warum rauscht das jetzt so bei mir hier? Katris, komm her. Nein! Ich hab so Pics gemacht. Hä, ich hab kein... Ich hab jetzt einen Fehler in meinem Dings drin hier. Was ist das? Ich muss bei mir weg. Irgendwas rauscht hier die ganze Zeit. Bei dem Ding. Was ist das? Boah, ey. Achtung, auf dich schießen sie gerade. Ich habe eine legendäre Sphäre benutzt, um den zu fangen noch. Weil die anderen haben nicht so richtig gewirkt. Aber wenig Teile gebracht. Nur neun antike Bauteile und das ist echt wenig, was der da rausgespuckt hat. Yes, das war eine wilde, eine ganz wilde Katris. Was denn? Willst du mich verarschen? Das ist dieses scheiß Wegschreien hier bei den Menschen. Nein! F dich!
Boah, ich hänge das Spiel an den Nagel. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder? Nichts. Hast du einen umgebracht oder was? Nein. Würde ich nie tun. Bist du umgebracht worden? Nein. Das wirklich. Dein Vogel? Nein. Das habe ich gerade so verhindern können. Also, nein, nicht gerade verhindern können, aber vielleicht. Vielleicht habe ich auch Glück und er kommt aus diesem Ei raus. Oh, pass auf, du. Dich krieg ich noch, du. Komm her. Ja! Was ist mit dir los? Ich bin Gott! Nein! Doch. Ich hab so eine legendäre Scheiß-Dings weggenommen, weil ich auf die Taste gekommen bin und die war noch ausgerüstet. Mann, ins Wasser geworfen. Ey, fick dich, Spiel einfach, ey. Ganz ehrlich, ey, das ist so scheiße, ey. Kosten ja auch nicht, die Dinger. Kotzen ist sowas, ey. Kosten schon was, aber nicht mal ganz so viel, wie wenn wir noch 10 Level drunter wären, sag ich mal. Also, Alter, ja, kann ich einfach mal dieses genug. Ei aufnehmen, Mann. Ich will nur dieses blöde Ei aufheben, hallo. Das muss ich nicht ernsthaft runter, um dieses scheiß Ei aufzuheben. Jetzt habe ich keinen silbernen Schlüssel mehr, um das Ding zu holen. Na gut. Wo ist die Katresse denn? Ist die? Ach, die war in der Höhle drin, ne? Oh. Scheiße. Also der Boss meine ich, die Katresse-Boss. Das mache ich besser mit dem nicht, oder? Der hat auch gut Dings. Das könnte gut gehen. Mal gucken. Die Knarre ist fast kaputt. Schuss habe ich noch, aber die Knarre ist fast kaputt. Yes! Nein! Ich kann nichts mitnehmen. Mit dir habe ich noch was offen, Kleiner. Die Katress-Boss geklaut, wollte ich gerade sagen. Nein! Was? Warum? Warum halten die nichts aus, diese blöden Viecher? Eden. Oh Mann, diese Ray-Hunde. Jedes Mal sind die mit zwei Schlägen platt. Das sind doch Elektropals. Wieso halten die keine Elektrik aus? Hier ist eine relativ schöne Oase. Das ist auf jeden Fall Wasser. Wasser ist immer schön. Gerade in der Wüste ist es wahrscheinlich doppelt schön. Aber die Handwerksmeisterin, die gegen die andere zu tauschen, ist natürlich bescheuert. Oder? Die ist nur fragil. Das Alter! Ist jetzt sag mir nicht, dass der eine jetzt auch noch auf mich... Nee, der ist auf den anderen Akku, wie geil.
Weil der den getroffen hat. Schatz, ich hatte Level 4 Wasserpal. Soll ich das da Suzakus gegeneinander aggro. Und jetzt ist der... Nee, ich dachte, der eine wird jetzt gegen mich aggro. Okay. Oh, die sind aber gegeneinander ziemlich wirksam. Das ist... Welches Suzaku macht die Runde? Ist es das rechte oder das linke, was gerade auf mich schießen möchte? Du kleine Mist... Boah, ey. Ja! Ja! Keine Ahnung. Du bist von deinen Artgenossen verarscht worden und ich hab dich bekommen. Oh. Ich werde jetzt allerdings von den Sieger gleich verarscht, weil ich mich nicht bewegen kann. Hier sind geheime Minen. Kann das sein, dass hier ein Palhinder ist? Mal gucken. Hallöchen, Leute. Lalalala. Ja, hier ist ein Palhinder. Wie cool. Moment, jetzt muss ich erstmal... Das muss ich mir auch mal eben auf der Karte markieren. Wo war denn da der Eingang? Ungefähr hier. So. Das ist ja cool. Was hat der denn hier für eine geile Hütte? Da können wir mal eben... So. Das geht. Ein Bild von machen. So. Das geht wirklich nicht mehr, ne? Dieses Ding. Das ist wirklich geändert worden anscheinend, ne? Du meinst das, was ich eben gesagt habe? Ja. Doch. Hä? Doch, jetzt kommt er. Das dauert ein bisschen. Oh, Schatz. Jetzt? Du möchtest unbedingt zu mir kommen. Ja, ich habe den hier gerade fertig gemacht. Hast du zufällig noch 18.000 Gold? Nee, das hast du ja alles genommen, das Gold von mir. Nee, ich habe nur das von mir genommen. Das war mein... Und hab dir sogar auch noch was abgegeben. Ich habe mein Gold... immer hier in diese scheiß Dings getan durch die Erdrückerei. Und irgendeiner hat es weggenommen. Ich habe noch 4000 Gold. Also da drin waren nur so kleine Beträge wie 100 oder so, was die von der Katze geholt haben. Aber mehr war da nicht drin. Nee, die habe ich noch nicht. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall holen. Die kostet aber nur 2000. Zack. So. Komm mal dahin, wo ich gerade bin. Moment. Was ist denn da? Beziehungsweise, sag mir mal, im Vorfeld hast du den Boss schon gemacht, der, oder willst du den vielleicht selber fangen? Das wäre jetzt auch noch die andere Alternative, weil er hat ihn nämlich gerade zum Kaufen. Der aussieht wie so ein Stinkekäfer hier, so ein Hirschkäfer. Hä? Ach, du meinst, ach so, der, ja. Ich weiß, was du meinst. Hä, hatten wir nicht von der Pumpgun einen Bauplan? Du hattest doch einen Pumpgun. Du hast mir noch vorgelesen. Einen blauen Pumpgun. Oh, Pumpgun weiß ich jetzt nicht. Pistole, Pumpgun, keine Ahnung. Ja, Pistole haben wir mehrere, aber Pumpgun, die sind doch die Pläne nicht alle hier drin? Ja, die guten Pläne, die ich gesammelt hatte, die habe ich bei mir natürlich drin. Alle anderen, die keine Ahnung woher waren, die sind unten in der rechten Seite drin. Nee, es ist aber nichts. Der hat die Nummer 92. Oh, nee, der fehlt mir noch. Den habe ich noch niemals gesehen bis jetzt. Noch niemals gesehen habe ich den. Warte mal, wenn du eh ein bisschen brauchst, dann kann ich ja auch noch mal kurz raus und oben den Weg schreiben. Weil hier direkt darüber ist nämlich ein Wegschrein. Was ziemlich gut ist, wenn man hier öfter mal hin möchte. Ich denn hier durchkomme, heißt das? Also direkt da drüber jetzt nicht, ne? Aber in 200 Metern. Hier ist auch, glaube ich, der Endboss von diesen Liga-Dingern, wenn ich das richtig sehe. Der Endboss von den Liga-Dingern? Hä? Wie Endboss? Kann ich dir sagen, wenn ich jetzt weiß, wie der Wegschrein heißt.
Der heißt Schnellreise freischalten. Warte mal, ich gehe nochmal nach hier oben. Turm der Miliz. Ja, ja, das war, glaube ich, der, der am schwersten war, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die ja privat alle durchgehabt. Na? Jetzt. Ja, jetzt laufen die weg, wenn ich die angreife. Willst du mich denn verarschen? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die ganze Zeit gehen die kaputt und jetzt... Das hat sich anscheinend rumgesprochen, dass die kaputt gehen. Dann rennen die direkt schon weg. Ich kann es natürlich auch so machen. Ach, da ist auch das andere Naturschutzgebiet, ne, oder? Dann? Ich sehe es vom Weiten schon. Oder ist es ein... Nee, das ist das, was wir schon hatten, ne? Immer? Nee, das haben wir noch nicht. Das hier oben, da wollen wir ja die ganze Zeit hin. Ja, yeah, genau, das sehe ich von Weitem jetzt schon. Ja. Yes! Ich sag doch, nennt mich Gott. Ich dachte... So, hier ist die erste Chest. Ja, Chests habe ich schon genug hier gefunden, aber das Problem ist... Ja, da ist auch immer Gold drin, deswegen sage ich es dir. Ja, aber nur, das ist 147, das dauert ewig, wenn du da mal was kaufen willst. Mit. Ja, was glaubst du, wie ich die gesammelt habe? Hier ist die zweite. Und hier, siehst du mich jetzt, müssen wir einmal runter. Und siehst du hier geradeaus vor uns so ein bisschen die Lichter und so und die Säulen? Ja, genau, häng dich einfach an die Decke mal dran. Pass nur auf, dass du den jetzt nicht angreifst hier. Also wenn du vom Pal runter gehst, dann lieber zur Seite gucken. Ich hoffe, dass der jetzt nicht irgendwie geändert ist, oder so. Der Pal, ich bin noch gar nicht da. Ich bin hier am Runterlaufen. Mein Pal. Ach, nein! Heftig! Jetzt hat er ein anderes Angebot drin. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Hast du da, wenn du da reinguckst, hast du diese Inzine-Rahmens da drin? Ja, ja, ja. Nightwing, Shielded, was weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, das ist nicht euer Ernst. Was ist denn, wenn wir rausgehen und dann wieder reingehen? Das muss doch dann wieder passieren. Nein, besitten. Ich will auch nicht, weil ich habe eh nicht genug Geld. Was soll ich da? Außerdem will ich den nicht kaufen. Ja, ich kann ihn dir nicht kaufen, weil sonst ist er bei mir gebunden, deswegen. Ja, aber ich will ihn nicht kaufen, ich will ihn erspielen. Ich will den nicht kaufen. Ja, wobei der hier besser ist, glaube ich, von den Dingern her. Wenn du die nicht kaufen willst, wieso kommst du dann die ganze... Ja, ich dachte, der wäre auch hier zum der Boss wäre auch hier, aber der ist ja gar nicht hier. Er ist woanders, ist im anderen Gebiet. Ja. Da unten ist er, ne? Nee, Aztekon. Keine Ahnung, habe ich den nicht schon... Da dieser Teil hier allerdings sehr, sehr lange gedauert hat, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.